Ich grüße euch und ich möchte euch heute etwas über das Thema Neustart im Leben erzählen. Jeder von uns kommt zu irgendeinem Zeitpunkt zur Einsicht, etwas Neues zu wagen, zu beginnen. Und dann ist da der Zweifel, die Angst, es zu wagen. Du hast Angst vor dem Neustart und ich sage dir, wage es. Sicher, du bist unzufrieden und weißt, dass du etwas ändern musst, ja willst. Im Leben braucht man einfach mal einen Neuanfang. Spätestens dann, wenn du dir eingestehst, dass es so nicht mehr weitergeht, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu handeln für deine Träume und Sehnsüchte. Das heißt aber auch, dass du von deinem jetzigen Pfad abweichen musst. Trau dich. Und tue das, was du schon lange tun möchtest. Und genau darum geht es, bei einem Neustart, einfach alles hinter sich zu lassen, was nicht mehr funktioniert. Dann hast du endlich Zeit und die Kraft, andere Vorhaben zu verwirklichen, die deiner jetzigen Situation entsprechen. Denn du bist erfahrener geworden im beruflichen wie auch im privaten. Verlasse deine Hemmschwelle, indem du auf andere zugehst. Das gibt dir Selbstbewusstsein und dein Erscheinungsbild verändert sich. Ja, es verändert sich also wirklich. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Und warte nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, ob sich etwas ändert. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass du dir etwas aufbauen kannst, was von Bestand für deine Zukunft ist. Selbst dann, wenn der Weg zunächst etwas beschwerlicher ist. Mach es, geh es an und trau dich. Sicher, das erfordert Mut, Einsatz und Ehrlichkeit, anderen und dir gegenüber. Aber was nützen dir all die Bemühungen, wenn du zu dir selbst nicht ehrlich bist und Ausreden findest, eben weil du Angst hast? Die Zeit ist reif, also beschreite den Weg zum Neubeginn. Es wird dir gelingen und du wirst erfolgreich sein. Es liegt nur an dir selbst. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, helfe ich dir dabei. Ich schaue, wie dein Weg verlaufen wird. Ruf mich einfach an. In Liebe, Deria.